kann losgehen. Scherzi am Ball. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Schauen wir auf die Formation. Wir sehen ein 5-2-3 bei ihnen. Sieht man nicht so oft, ist immer spannend. Zunächst mal sollte man die Defensive damit abgesichert haben. Aber wir haben ja auch drei Leute vorne drin. So gehen es die Bayern also heute an. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen, und zwar aus dem Mittelfeld. Was? Ja, jetzt gibt's Einwurf. Und jetzt geht Hazard nach vorne. Diego Costa! Der Pass, stark gemacht! Da geraten sie früh in Rückstand. Jetzt heißt es Ruhe bewahren, Buschi. Ja, es bleibt ja noch eine Menge Zeit, und ein Unentschieden würde schon für den Aufstieg reichen. Schulmäßig, ein super Kopfball, tolles Tor, Buschi. Ja. Mehr. Er zeigt er, was er kann, Wolf. Gutes Timing, klasse gemacht. Jetzt müssen sie aufpassen. Da holt er den Ball zurück. Matic. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Ribéry! Er versucht's, aber der Ball geht doch weit vorbei. Ja. Hazard. Die Gelegenheit, aus dieser Distanz abzuziehen, ist vielleicht doch eher zu optimistisch. Ich vermute, dass er sich da ein bisschen überschätzt hat. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Matic. Hazard, jetzt vielleicht. Er versucht's. Den Versuch setzt er doch ein paar Meter neben das Tor. Und jetzt vielleicht. Robben geht nach vorne. Ganz einfach an den Ball gekommen. Ich find's nicht. Und er gewinnt den Zweikampf. Also der Modus halt, was du da spielen kannst. Lassen den Ball laufen, der aber jetzt Modus, was sie auch mal einen Zug zum Tor. Finde ich jetzt nicht so gut. Oh, da wären sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Franck Ribéry am Ball. Fabregas jetzt. Und nun Willian. Nee, das ist, wird das seine Torchance? Battlefield. Nicht Battlefield. Super durchgesetzt. Frontline. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Da gewinnt er den Zweikampf. Und jetzt der Schuss. Der Ball war nicht platziert genug. Nee. Wird's jetzt gefährlich? Thomas Müller. Arjen Robben jetzt. Und jetzt ein Schuss. Er hält den Ball fest, das war wichtig. Da trennt er ihn fair vom Ball. Alaba. Halt der Modus, es gibt ja viel mehr. Aber du kannst nicht alles testen. Ein harter Zweikampf, aber alles fair.
Jetzt Eden Hazard. Jetzt wird's gefährlich. Der Modus halt, das ist ja gut. Nee. Hazard bringt den Ball. Gefährliche Flanke, aber der Verteidiger ist zuerst am Ball. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Ja, das gibt Einwurf. Also das muss man einfach besser können. So ist der Ball gleich weg. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Abwehr hat aufgepasst. Jetzt Müller. Jetzt Diego Costa. Er steht gut und hat den Ball. Fairer Einsatz hier. Jetzt gibt's Abstoß. Und hier nochmal die Grätsche in der Zeitlupenwiederholung. Ja, und Wolf, du weißt, oft ja nur das letzte Mittel, aber hier die richtige und gute Aktion. Es gibt Freistoß für den FC Bayern. Da rutscht er ihm aber ziemlich rein. Da kann er sich über die Entscheidung des Unparteiischen nicht beschweren. Da gibt es kein Vertun. Der Schiedsrichter liegt richtig mit seiner Einschätzung. Ja, je nachdem, was vom Gegner. Und Thiago. Das könnte gefährlich werden. Den Ball hält er fest. Gute Aktion. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Robin schießt. Das war die Chance zum Ausgleich, Buschi. Aber er macht ihn nicht. David Luiz am Ball. Cesc Fabregas am Ball. Jetzt Matic. Da trennt er ihn fair vom Ball. Thomas Müller jetzt. Macht er gut hier. Alaba. Jetzt Diego Costa. Mit dem Ball am Fuß. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Macht er ihn. Und so wird das nix. Den hält der Torwart natürlich. Ball ist draußen. Eckball für Chelsea. Terry. Jetzt der Schuss. Jetzt Müller. Lewandowski jetzt am Ball. Ribéry. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ribéry bringt den Ball rein. Ach, das war kommt und das steht für den Verteidiger. Rafinha. Und Lewandowski. Schussversuch. Klasse aufgepasst vom Torwart. Eckball für die Bayern. Das gibt Freistoß für Chelsea. Jetzt nochmal die Bayern. Sehr gut aufgepasst. Ein Tor. Was will da einer? Der zweite Durchgang läuft. Anstoß vorm FC Bayern. Wird das eine Torchance? Schön dazwischen gegangen. Es gibt Einwurf für Chelsea. Nun Fabregas. So natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Sehr guter Einsatz. Chelsea mit dem Angriff. Schießt er ihn rein. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Es gibt Ecke für den FC Chelsea.
läuft ja nicht weg. Ganz klar, so richtig schnell gehen muss es für sie jetzt nicht mehr. Aber das ist ja verständlich. Sie liegen vorn und wollen das Ding irgendwie über die Zeit bringen. Diego Costa! Cahill! Ganz stark auf der Linie. Den Kopfball hat er. Und Thiago. Zuma. Jetzt müssen sie aufpassen. Vidal. Chelsea hat den Ball. Matic. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Und Ribéry. Willian jetzt. Und Javi Martinez. Robin bringt den Ball rein. Kein guter Ball und daher kein Problem für die Abwehr. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Und er gewinnt den Zweikampf. Die Möglichkeit. Macht er ihn. Na? Matic. Und jetzt Diego Costa. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Oh. Und da verlieren sie den Ball. Jetzt Müller. Er spielt heute an seinem Geburtstag. Der weite Ball soll zu Robben gehen. Ball im Aus. Es gibt Einwurf für Chelsea. Und Hazard. Hier ist er unter Druck und der Ball geht ins Aus. Und jetzt Lewandowski. Matic. Eden Hazard jetzt. Chelsea geht hier nach vorne. Eden Hazard. Gut hier von Hummels. Er entscheidet auf Foul. Elfmeter für Chelsea. Manchmal gehört auch ein bisschen Glück dazu, der Ball erst an den Pfosten und dann ins Tor. Ja, er zieht fast zu genau, aber so ist es ein unhaltbarer Abschluss. Schaut doch gut aus, es steht 2:0, bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Jetzt geht vielleicht was über Müller. Er lässt seinen Gegenspieler... Lewandowski! Super Tor, in den Pfosten und dann rein. Da touchiert der Ball noch den Pfosten und dann geht er ins Tor. Knapper geht's kaum, aber unterstellen wir ihm mal, dass er das genauso wollte. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Scheißbar. Geht jetzt was über Hazard? Sehr gut aufgepasst. Blöde Verein. Freistoßentscheidung gegen Chelsea. Richtig entschieden, es gibt die gelbe Karte. Und jetzt kann er natürlich nicht mehr so in die Zweikämpfe gehen. Zustand. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Jetzt wird's gefährlich. Und jetzt der Schuss. Super Einsatz vom Torhüter. Gute Chance jetzt, es gibt einen Eckball.
Werfen wir mal einen Blick auf den Ballbesitz. Und wir erkennen, alles wirklich sehr ausgeglichen. Fabregas! Gute Chance eigentlich, aber dann doch zu hoch angesetzt. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Und Robben treibt den Ball nach vorne. Und er bringt den Ball rein. Gut mitgespielt vom Torhüter. Er fängt den Ball ab. Da steht er gut. Er kann dazwischen gehen. Ribéry. Die Bayern im Vorwärtsgang. Da holt er den Ball zurück. Ey, das war eigentlich faul. Was für ein spannendes Spiel. Auch wenige Minuten vor dem Ende ist das Ergebnis völlig offen. Sie brauchen nur einen Punkt für den Aufstieg, aber sie fahren hier offenbar sogar einen Dreier ein. Und so, Wolf, spielt man das Ding souverän nach Hause. Ganz starke Leistung der gesamten Mannschaft. Und jetzt die Flanke von Robben. Das macht er klasse. Die Flanke gut abgefangen. Und die Fans geben jetzt noch mal richtig Gas. Es sind nur noch ein paar Minuten zu spielen. Und nach wie vor steht hier kein Sieger fest. Eine ganz enge Kiste. Jetzt könnte es gefährlich werden. Macht er ihn. Er wählt die schwierigste Variante und setzt zum Lupfer an. Er ist aber nicht hoch genug und dadurch einfach zu halten. Und Thiago. Macht er gut hier. Vidal. Ja, was ist denn das jetzt hier? David Alaba mal. Thiago jetzt. Diego Costa. Glaube ich. Drei Minuten Nachspielzeit wird es hier geben. Und jetzt also Chelsea. Jetzt vielleicht. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Wir sind vorne und bekommen noch eine Ecke. Damit könnten sie alles klar machen. Willian, geht er rein? Der ist nicht einfach, aber er versucht den Lupfer trotzdem. Da hat der Torwart mit gerechnet und so hält er ihn ohne Probleme. Und das war's. Chelsea gewinnt dieses Spiel. Sie verlieren das heutige Spiel. Was waren die Gründe aus deiner Sicht? Na, zum einen natürlich mal ein starker Gegner, dann war es nicht ihr bestes Spiel.